Emotionen kochen über. Die dritte Staffel von Das Sommerhaus der Stars ist im vollen Gange. Die prominenten Bewohner der rustikalen Villa tun alles, um den Sieg nach Hause zu bringen, dazu gehören auch jede Menge Lästereien und Streit. Auch in der vierten Folge des erbitterten VIP-Kampfes geben die berühmten Pärchen wieder alles, neben wilden Zungenspielen, viel nackter Haut und einem Penis-Talk à la Michaela Schäfer, 34, fliegen zwischen den Wohngemeinschaftsbewohnern natürlich auch die Fetzen. Wie der RTL-Trailer verrät, können Daniela Büchner, 40, und Stefanie Schmitz, 24, nicht die Lippen voneinander lassen. Beim Flaschendrehenspiel küssen sich die beiden Frauen innig und mit viel Zunge. Warum die Love Island-Kandidatin dabei allerdings einen spitzen Slip auf den Kopf trägt, verrät der kurze Clip noch nicht. Aber auch bei den Männern fliegen die Funken, für Bauer sucht Frau Obe gibt es einen dicken Schmatzer von Felix Steiner, 33. Dessen Freundin Michaela staunt nicht schlecht, widmet sich dann aber schnell wieder ihrem Lieblingsthema, ich habe hier auch, glaube ich, schon fast allen Männern auf den Schwanz geschaut. Ihren Bärchen scheint es nicht so ganz in den Kram zu passen, ganz schön beachy. Die Überraschung der vierten Folge dürfte aber sein, dass nicht nur die Nacktschnecke ihre Brüste präsentiert, Bauch Daniela gibt den Blick auf ihren blanken Busen frei. Während Dani die Hüllen fallen lässt, platzt ihre Jens Büchner, 48, der Kragen. So ein Wichser, das ist der letzte Wichser, regt sich der Meidestar völlig hemmungslos auf. Wen er damit meinen könnte, lässt sich bei der Nominierung erahnen. Ich habe noch nie so ein verlogenes Geil gesehen und es tut mir leid, dass ich mir dir die Luft atmen musste, stänkert er in Richtung von Mikas Schatz Felix. Aber auch Patrick Schöpf, 49, und Frank Fußbräuch, 50, beweisen am Montagabend erneut ihr Streitanpotenzial.